Ein Wintermorgen im Tiroler Brixental. Apfelbäume. Wie Gerippe strecken sie ihre dürren, frostigen Zweige aus. Sie sind die Heimat von Kreaturen, welche die Erde seit Millionen von Jahren bevölkern. Lebewesen, deren Eier nicht größer sind als ein Sandkorn. Erst wenn die Kälte weicht, wird sich Leben in ihnen rühren. Dann werden Armeen von Insekten um die Vormachtstellung in der Apfelbaumwiese kämpfen. Der Schweizer Insektenforscher Professor Urs Wies will die Überlebensstrategien dieser Kleinstlebewesen in den Apfelbäumen beobachten und filmen. Über ein ganzes Jahr hinweg, vom Winter bis zum kommenden Herbst. Das erste Gespräch des Professors mit Leonhard Wurzreiner, dem Bauern, wird heimlich belauscht. Von Stubenfliegen, als ahnten sie schon, dass es ihnen an den Kragen gehen könnte. Stubenfliegen lieben die kuschelige Wärme im Kuhstall. Hier gedeiht ihr Nachwuchs prächtig und sichert das Überleben der Art. Der Professor könnte für die Fliegen zum lebensbedrohlichen Eindringling werden. Verrät er Leonhard Wurzreiner ihren Todfeind, wird es für sie ungemütlich. Ja, ich habe im Stall Probleme mit den Stubenfliegen. Nicht? Die sind für die Tiere wahnsinnig lästig. Und was sie dann noch haben, wenn ich Geburten habe im Stall, da liegt dann viel Stroh und da haben sie dann die Brutnester. Aha. Und die übertragen da die Bakterien und Krankheiten noch und noch. Das ist für mich ganz schlimm. Da gibt es aber auch Feinde, die man einsetzen kann gegen die Stubenfliegen. Die gibt es tatsächlich. Ja. Kann ich dir dann mal erklären. Jetzt im Februar ist die Fliegenarmee noch längst nicht vollzählig. Erst wenn es auch draußen warm wird, werden sie Nachwuchs wie am Fließband zeugen. Beim nächsten Besuch will Urs Wies deshalb Schlupfwespen mitbringen. Sie sollen die Kühe von den Plagegeistern befreien. Während im Kuhstall die Fliegen längst die Herrschaft übernommen haben, lähmt die Kälte draußen noch alles Leben. Der Mikrokosmos schläft. Aber wo? Und wie überhaupt? Urs Wies kennt die Verstecke in den Apfelbäumen und weiß, wo er suchen muss. Ich gebe dir gleich mal dieses Stück. Das siehst du hier. Ganz klitzeklein. Ich versuche das mal mit der Lupe zu erkennen. Winzige kleine rote Eier. Ja. Und die sind ganz dicht gedrängt. Und das sind die Eier von der Obstbaumspinnmilbe. Das sind ja 50. Das sind viele, sind viele, die ganz, ganz. Und diese gelben? Also, die gelben, das sind die Eier vom Apfelblattsauger. Also, das ist ein Insekt, das auf den Apfel spezialisiert ist. Da geht dann keine anderen Bäume, nur Apfelbaum. Und wenn dann die Knospen austreiben, dann läuft er hoch und fängt dort an zu saugen. Ja, sowas habe ich noch nie gesehen, aber in der Lupe ist es echt. Ja, kann man es erkennen. Achtung, da. Da. Sehe ich zwei schwarze Eier. Kannst du mal mit der Lupe hier gucken, wenn du da hinguckst? Die sind so richtig knallschwarz. Und das sind die Eier der Apfelgraslaus. Das ist eine Blattlaus, die ganz früh schlüpft. Und das ist ganz wichtig, dass man die leben lässt. Dann kann sich eine Räuberpopulation oder andere Nützlinge können sich dort aufbauen. Dann braucht man nicht spritzen. Weil die deshalb darf man da nicht spritzen. Aber du spritzt ja so. Nein, nicht. Spritzen sie nicht. Aber ich habe noch nie so genau geschaut.
Marienkäfer sind auch da drauf, oder? Da ist jetzt keine da drauf, die sind dann meistens so am Boden zu finden. Da müssen wir einfach mal etwas rumbuddeln. Ja. Vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir einen finden. Mitten im Schnee. Der hat seinen Stoffwechsel völlig reduziert. Die können Glycerin produzieren und Saccharide. Und die dienen dann eben als Frostschutzmittel. Und sobald dann es wärmer wird, dann berappen sie sich wieder. Und dann werden sie aktiv und gehen dann auf Blattlausjagd. Man kann gut erkennen, das ist der 7-Punkt. Da ist noch einer. Vorher wahrgenommen habe ich eigentlich auf dem, erst wenn der Schädling aufgetaucht ist, wenn er groß geworden ist, mit der Lupe habe ich noch nie einen Schädling gesehen. Und das hat mich heute sehr interessiert und war auch aufschlussreich, dass ich sehe, wie die überwintern und wie die wohnen und wie die leben. Nicht? Ich habe immer nur den Schaden bemerkt, eigentlich. Nicht? Schädlinge und Nützlinge. Im Kampf dieser erbitterten Gegner sind die Apfelbäume Schlachtfeld und Objekt der Begierde zugleich. Die Waffenruhe ist spätestens im Frühjahr vorbei. Wenn Urs Wies, der Insektenforscher, wiederkommt, wird er die Schöpfung in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit erleben. Pralles Leben, unbarmherziges Sterben. Mit der Apfelblüte erwacht die Natur. Sie zeigt ihr schönstes Kleid. Der Frühling haucht seine Energie auch in die eigenartigsten Kreaturen. Webfliege oder Blattlaus. Alle Insekten leben nach einem alles überragenden biologischen Auftrag. Sich fortzupflanzen, um so die eigene Art zu erhalten. Unter den Lebewesen auf der Obstbaumwiese gibt es eine Kreatur, die für das Leben im gesamten Mikrokosmos unentbehrlich ist. Die Blattlaus. Sie vermehrt sich nur, um von allen, die hier leben, gleich wieder gefressen zu werden. Sie ist so winzig, dass Urs Wies sie nur mit einem Stereomikroskop filmen kann. Um solche Momente festzuhalten, wartet er oft Stunden und Tage. Hier sieht man jetzt, wie eine Blattlaus, und zwar die grüne Apfelblattlaus, die aus dem Winterreich herausschlüpft. Und zwar ist es eine Blattlaus, die auf dem Apfel lebt. Und alle diese Tiere, die frisch aus den Eiern schlüpfen, die sind noch ganz weich, sehr weich. Das ist die sogenannte Stammmutter. Die ist die Mutter für alle nachfolgenden Generationen. Und die werden dann rein parthenogenetisch, das heißt jungfräulich, erzeugt. Das sind dann lauter Klone. Und das Männchen spielt hier überhaupt keine Rolle. Eine Blattlaus kann pro Tag bis zu 6 bis 8 Blattläuse lebend gebären und insgesamt bis zu 80 oder so. Eine einzige. Und das geht weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Musik.
nur 6 Monaten, bis zum nächsten Winter, entwickeln sich aus einer Stammmutter bis zu 50 neue Generationen Blattläuse. Tag und Nacht reproduzieren sie sich. Das unaufhaltsame Gebären ist Überlebensstrategie. Alleine in Mitteleuropa gibt es über 800 Blattlausarten. Sie leben auf Bäumen, Blumen oder Gräsern. Stimmen die Bedingungen, kann sich eine Blattlauskolonie explosionsartig vermehren und die Ernte ganzer Obstbaumhaine schwer schädigen. Die Blattlaus ernährt sich vom Saft der Pflanzen. Mit ihren Stechborsten im Saugrüssel zapft sie die Lebensadern der Blätter an. Einem Vampir gleich entzieht sie dem Pflanzensaft Aminosäuren und andere Nährstoffe. Den zuckerhaltigen Überschuss scheidet sie dann als Honigtau wieder aus. Verfinge sich eine Laus in dem klebrigen Saft, könnte das für sie tödlich sein. Deshalb katapultiert sie die Tropfen möglichst weit weg von sich. Leonhard Wurzreiner besitzt 60 Obstbäume, in der Mehrzahl Apfelbäume. Den Hof mit den angrenzenden Wiesen und Wäldern bewirtschaftet er schon seit 33 Jahren. Es ist Mai. Urs Wies kommt zum zweiten Mal zu Besuch. Der Insektenforscher und Filmer will wieder die Apfelbäume inspizieren und wissen, welche Insekten jetzt dort ihr Unwesen treiben. Und wie habt ihr es so mit Schädlingen? Ja, die gibt es. Es sind auf jedem Baum vielleicht Blattläuse drauf. Aber ich denke, dass Schädlinge ein nützlicher Mengklang leben da bei uns. Ja, aber wir können mal nachschauen gehen. Ja, nicht? Gerne. Ja. Lass uns mal gehen. Ja. Da zum Beispiel bei dem Baum, da sind dem. Das muss ein Schädling sein. Ne? Das ist mit Sicherheit eine Laus. Guck mal da rein. Da sitzen sie drin. Siehst du sie? Ja, ein paar. Das ist sehr wahrscheinlich die Faltenlaus. Guck dir hier noch mal. Aha. Noch etwas. Ja, die bewegen sich noch, die da sind. Ne? Ja. Aber ist eine ganz kleine Population. Und sind nicht gefährlich für mich. Nein. Das ist nicht schlimm, auch hier nicht schlimm. Da findet man auch darunter meistens natürliche Feinde, wie zum Beispiel Schwerfliegenlarven oder manchmal auch Wanzen. Und die Feinde kommen sicherlich auch und dann wird das alles ausgemerzt. Bloß du so nichts zu machen. Aber es ist nicht viel, das müsste wimmeln. Und es müssten viele Ameisen rumlaufen. Da sind überall Läuse drin. Das sind Blattläuse. Aha. Aber eben grüne und einige mit Flügeln. Ja. Da musst du also etwas aufpassen. Ich würde dir vorschlagen, wenn du da viele solche geraubten Blätter findest, einfach wegschneiden. Da sind ja ganz viele. Ja. Ich breche das mal jetzt weg. Siehst du da? Und da sind auch Geflügelte dabei. Ja. Aha, pass mal auf. Hier habe ich was Interessantes. Siehst du da? Da ist eine Blattlaus, die wird attackiert. Du musst mal gucken. Ist ganz schwer zu sehen. Da, schau mal zu, nimm mal die Lupe. Und da siehst du, das ist eine Schwegfliegenlarve. Die ist so etwas grünlich. Die hat so Mundhaken und die schlägt sie in die Blattlaus rein und dann wird die ausgeschabt oder gesogen. Ja, wunderbar. Ja. Es
Es ist ein ungleicher Kampf. Gegen die Schwebfliegenlarve hat die Blattlaus keine Chance. Ihre einzige Waffe ist ein Abwehrtropfen am Hinterleib. Aber den bringt sie nicht mal in Position. Für die Apfelbäume gibt es allerdings weitaus gefährlichere Feinde. Wenn die Blüte völlig verwelkt ist und nicht geöffnet ist, dann könnte unter Umständen, ich will es nicht garantieren, hier sich die Larve oder vielleicht auch schon die Puppe des Apfelblütenstechers sich darin befinden. Wir können ja mal gucken. Ja. Sollen wir sie abnehmen? Nimm sie ab, die, ja. Ja. Nehmen sie mal ab. Upsala. Und dann schauen wir uns die mal an. Du siehst, dass sie hier geöffnet ist. So ein Mist. Urs Wies sieht seinen Verdacht bestätigt. Denn der Apfelblütenstecher vernichtet die Knospen des Apfelbaumes für die Geburt und Aufzucht seines Nachwuchses. Mit seinen Mundwerkzeugen am Ende des Rüssels bohrt der Apfelblütenstecher ein Loch in die Knospe und legt darin sein Ei ab. Aus dem Ei schlüpft später eine Larve. Die lebt völlig ungestört, wie im Paradies, in der Knospe und saugt sie aus, bis diese langsam verwelkt. Ah. Nee, Fehlalarm, 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 Fehlalarm. Da ist nichts zu finden. Da hilft auch die Lupe nichts. Guck mal rein. Ich gucke hier vielleicht noch mal, da oben, da ist nicht viel. Ja, Gott sei Dank. Hast du wieder mal Glück gehabt. Das ist nämlich schon sehr gefürchtet. Also bei geringem Fruchtansatz, so wie jetzt, wenn diese Bäume, die kaum Blüten hatten, wenn da der Apfelblütenstecher zu ist, das kaputt. Das wäre schrecklich gewesen. Ja. Bei dem hast du einen starken Ansatz, wenn er da wäre, wäre ja, nicht schlimm, das würde ausdünnen, wäre okay, aber ist nichts. Die Sorge, dass die Apfelernte heuer ausbleibt, scheint vorerst gebannt. Im Kuhstall wiederum piesacken die Fliegen jetzt das Vieh mit aller Gewalt. Stubenfliegen sind heimtückische Biester. So harmlos sie auch aussehen, im Kuhstall können sie dem Nutzvieh und damit auch dem Bauern enorm großen Schaden zufügen. Zwar diese Fliegen, die im Liegen die Kuh an der Zitze stechen, die machen das ganz oft in der Trockensteezeit bei der Kuh. Und dann ist das weiter kaputt. Dann kannst du die Kuh schlachten. Und das kommt immer mehr, diese Fliegen. Ja, das ist oft ein Verlust von, wenn man sagt, eine junge Kuh, die könnte noch 6 im Kälber bringen, das sind einige tausend Euro dann, nicht? Aber im momentanen Wert sind es nur einige hundert, nicht? Aber ich brauche die Kuh zum Züchten. Ach, da bist du. Ich hab dir was mitgebracht. Aha, das gegen deine Stahlfliegen. Schlupffesten. Wenn du das jetzt öffnest, diese Dose, siehst du, das sind die, die sind klitzeklein. Die sind nicht die großen Schwarzen. Nein. Die Schwarzen, das sind die Puppen von Fliegen. Und zwar ist es so, dass diese kleinen Schlupfwespen, ja, wenn die eine Puppe finden von den Stubenfliegen, das sind ja, eigentlich ist das bei den Stubenfliegen ein Puparium, so nennt man das. Und die stechen durch das Puparium an, durch diese haben langen Legebohrer. Und dann legen sie bis zu 10 Eier ab. Na
Nachdem die Schlupfwespen ihre Eier abgelegt haben, dauert es nicht lange, bis aus ihnen Larven werden. Die fressen die verpuppte Stubenfliege dann bei lebendigem Leib, bis sie schlüpfen. Schlupfwespen parasitieren so auch viele andere Insektenlarven und sind dabei äußerst effizient. Der Wirt, in diesem Fall die Stubenfliegenpuppe, hat keine Chance. Von ihr bleibt am Ende nur die äußere Hülle übrig. Die Geburt der Schlupfwespen ist mühsam. Doch kaum geboren, paaren sie sich schon wieder, um dann weiter auf Stubenfliegenjagd zu gehen. Die Störenfriede im Stall von Bauer Wurzreiner haben ab sofort keine ruhige Minute mehr. Für die Kühe ist das lästige Thema Stubenfliege bis auf Weiteres beendet. Der Sommer hält Einzug im Brixental. Die Regenwolken werden weniger, die Sonnentage länger. Die goldene Jahreszeit beginnt. Es ist die Zeit des ersten Schnitts. Das frische Gras, die Kräuter und die Wiesenblumen sind für die Kühe eine Delikatesse. Den Lebewesen in der Streuobstwiese mag der Traktor dagegen wie ein apokalyptischer Reiter vorkommen. Zum Glück wird es Wochen dauern, bis er wiederkehrt. Mit dem zu Ende gehenden Tag kehrt wieder Ruhe ein im Apfelbaumgarten. Leonhard Wurzreiner zieht sich oft und gerne hierher zurück. Hier hat er seine Ruhe und macht sich schon auch mal Gedanken um einen einzelnen Baum. Ja, es ist für mich ein Zeichen, dass wenn der Baum vielleicht nicht genau da hergehört, sonst würde nicht so viel Moos wachsen. Weil also ein richtiger Bodenständiger, also ein alter Baum, der hat ganz wenig Moos, der ist ja noch nicht so alt und ist schon so vermoost, dann klimatisch nicht ganz der Platz für ihn. Ich gehe oft durch den Obstgarten, speziell abends gehe ich gern her. Dann erzähle ich dem Baum alles, was gegeben hat. Mir ist heute nicht so gut gegangen, dem alten Hund hier, Herr John. Ich fühle mich dann wohler. Ich fühle mich ab. Kann alles erzählen, geht niemandem was an, was ich dann sage.
Es ist Hochsommer im Brixental. Knapp 400 Jahre alt ist das Bauernhaus des Drittelbauern. Viele Generationen sind hier aufgewachsen. Neben der schweren Arbeit blieb immer auch Zeit zum Feiern. So wird auch dieses Jahr ein Fest ausgerichtet. Als Dank, dass rund um den Hof alles blüht und gedeiht. Leonhard Wurzreiner kann sich noch gut an seine Jugend erinnern. Zu 12 saßen sie am Tisch. 10 Kinder und die Eltern. Manchmal kam auch Besuch. So wie heute Urs Wies, der Insektenforscher. Jetzt gucken wir uns mal an. Mir geht's gut. Aber dem Baum geht's schlecht. Ja? Dir geht's gut und dem Baum geht's schlecht. Müssen wir schauen, was? Warum? Voller Läuse. Ist ja Wahnsinn. Schauen wir uns das an. Schau mal hier. Da. Alles voll. Alles verdreht. Mann, und das hier. Schwarz. Guck, schwarz. Regelrecht schwarz gepflastert. Warum die Blattlaus-Invasoren ausgerechnet über den Kirschbaum hergefallen sind und nicht über die Apfelbäume, weiß auch Urs Wies nicht. Und Achtung, jetzt sehe ich aber was ganz Besonderes. Das sind die Puppen. Das sind die Puppen. Und so sehen die typischerweise aus von den Marienkäfern. Und das hier, mein lieber Leonhard, siehst du ihn jetzt so? Ja, ganz schön. Das ist der Asiate. Und da siehst du so kleine Borsten. Das ist typisch für den asiatischen Marienkäfer. Die Marienkäfer gehören zu den schlimmsten Feinden der Blattläuse. Aber ein Räuber allein wird vermutlich hier nicht reichen, um die fortpflanzungswütigen Blattläuse zu stoppen. Die Kirschernte wird in diesem Jahr wohl mager ausfallen. Aber auch ohne Kirschen wird es ein Festmahl geben. Und endlich geht es los. Für die Menschen an den Tischen, für die Insekten darunter. Noch können die Blattläuse ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen, Pflanzencocktails schlürfen. Bei ihnen gibt es ausschließlich Vegetarisches. Die Menschen ziehen die Fleischvariante vor. Für Urs Wies, Leonhard Wurzreiner und die anderen Gäste ist heute ein wunderbarer Sommertag. Gaumenschmaus und anregende Unterhaltungen, so sollen Feste sein. Störenfriede lädt man gar nicht erst ein. Bei den Insekten läuft das große Fressen weniger ungestört und friedlich ab als bei den Menschen. Auf der Wiese bringen sich Blattlausmörder in Stellung. Was das Grillfleisch für den Menschen ist, sind die Blattläuse für deren Mörder. Eine willkommene Delikatesse. Am Ende sind sie alle satt.
die Insektenlarven haben noch immer nicht genug. Aber die meisten sind nur im Larvenstadium üble Mörder. Sie schlüpfen aus Eiern wie diesem, einem filigranen Kunstwerk der Natur. Aus diesem hier quetscht sich eine Florfliegenlarve. Bei ihrer Geburt scheint sie harmlos, doch das täuscht. Da die Florfliegenlarve äußerst kräftige Mundwerkzeuge entwickelt, hat sie im Insektenreich nur wenige Feinde. Es ist eine Larve, die noch ziemlich jung ist. Die hat hier eine junge Blattlaus erwischt. Auf jeden Fall hat sie die Blattlaus schon etwas vorverdaut, leicht verflüssigt. Und dann saugt sie diese ganze Flüssigkeit auf. Kontinuierlich, bis dann eigentlich von der Blattlaus kaum mehr was übrig bleibt, nur noch die Haut. Und man sieht, die hat kleine Tröpfchen abgegeben, mit denen könnte sie sich wehren. Aber das hilft überhaupt nichts, wenn sie mit einem so großen Räuber konfrontiert wird. Und hier sieht man sehr schön so den Hohlraum, durch den dann eben die Flüssigkeit aufgesogen wird und in den Schlund weiter befördert wird. Und diese Blattlaus wird eben, das ist noch der Anfang eines Angriffs, und die wird dann total leer gesogen. Die Verwandlung der Florfliegenlarve geht weiter. Sie verpuppt sich. Dabei wird aus der einst gierigen und gefräßigen Larve nach ein paar Wochen ein fertiges Insekt. Die Florfliege. Als erwachsenes Insekt wird diese Florfliege nie wieder andere Insekten angreifen und auffressen. Sie ist in Wirklichkeit die Schönheitskönigin des Mikrokosmos. Ein Ort, zwei Welten. Während die Menschen die Zeit im Garten genießen, reiht sich im Mikrokosmos eine dramatische Szene an die andere. Auch der Marienkäfer ist daran beteiligt. Niedlicher Held vieler Kinderbücher. In Wahrheit aber kann er grausam sein. Da, das ist gerade eine Marienkäfer. Und zwar ist es das Weibchen vom Siebenpunkt, das häufig ist. Und du siehst, wie die jetzt die Blattläuse fressen. Also die haben ganz kräftige Mundwerkzeuge. Und nach jeder Mahlzeit, wenn jede Blattlaus total verzehrt ist, dann putzen sie sich, wie die Katzen. Achtung, jetzt geht's los, ganz gründlich. Jetzt wird das alles abgestreift. Man sieht hier, dass noch etwas von diesem Sekret, das hier noch klebt. Und dann putzen sie sich, reinigen sich. Manchmal geht das minutenlang. Jetzt werden die Beine gereinigt, dann manchmal auch die Fühler sogar. Zu den unerbittlichsten Feinden der Blattläuse gehört auch eine alte Bekannte. Die Schlupfwespe, die mit einer besonders perfiden Methode tötet. Auf Gräsern findet man manchmal so richtig so viele schwarze Punkte. Wenn man sich die näher anschaut, dann sind das parasitierte Blattläuse. Das sind die Mumien, die sind schwarz. Und das ist der Feind. Das ist also eine Schlupfwespe. Wir nennen sie Schmidtchen-Schleicher, weil sie ganz heimtückisch die Blattlaus anschleicht. Genau die Distanz abschätzt. Noch nicht, ja, noch nicht anstechen. Nein, nein, ich könnte sie irgendwie stören. Noch näher, noch näher. Und jetzt im Kleinen ganz wenig leer. Und plötzlich, werden wir gleich sehen, dreht sie sich um. Und dann schiebt sie ihren Legestachel oder Legebohrer heimtückisch, so wie jetzt hier, ganz genau in die Bauchseite der Blattlaus. Und die Blattlaus, die bemerkt überhaupt nicht, dass in sie jetzt ein Ei abgelegt wird. Diese Eiablage dauert so um 2 Minuten. Man sieht, wie es hier etwas brodelt. Das Ei, das kann man nicht sehen, wie das durch diese engen Röhre
hineingepresst wird in die Blattlaus. Sie macht so kleine Kopfbewegungen, das ist alles okay. Ich habe jetzt einen Wirt gefunden, ich lege mein junges Ei in den ab, immer nur ein Ei. Und man kann erkennen, dass ganz kleine Widerhaken sich am Legebohrer befinden. Denn jetzt, wenn sie weggeht, spürt das auch die Blattlaus, aber das macht ihr gar nichts aus. Sie gibt auch gar nicht diese Abwehrsekrete ab. Und sie kann pro Tag sehr viele dieser Blattläuse mit einem Ei belegen. Und schließlich hast du dann wirklich das Blattlausmassaker. Da findest du überall diese schwarzen Mumien, aus denen sie dann herausschlüpfen. Angesichts der nach menschlichen Wertebegriffen brutalen Hinterhältigkeit der Wespe zweifelte selbst Charles Darwin, der berühmte Evolutionsforscher, an der göttlichen Schöpfung. Die Blattlaus wird von innen bei lebendigem Leib aufgefressen, bis die junge Wespe schließlich zur Welt kommt. Hier siehst du jetzt die schwarze Mumie. Du musst mal etwas warten, bis die Schlupfwespe, die sich darin verpuppt hat, dann herausschlüpft. Sie hat ein Loch gefressen mit ihren Mundwerkzeugen. Die sind hier vorne, also die haben kräftige Mundwerkzeuge, auch diese Wespen. Jetzt ist es ein erwachsenes Tier, in diesem Fall ist es ein Weibchen. Und jetzt ist sie so weit gekommen, dass sie nun aus der Puppe das erwachsene Tier herausschlüpft. Jetzt ist sie fast so weit, jetzt kommt so ein richtig schöner schwarzer Teufel. Kommt da so raus und das Loch bleibt zurück und sie geht weg. Und da siehst du dann diese vielen Mumien, die Löcher haben. Nur noch die jetzt schwarzen Hüllen zeugen von der Existenz der Blattläuse. Eine Windböe könnte sie wegwehen. Wie die Seifenblasen der Kinder. Mit dem Fest hat der Sommer seinen Zenit überschritten. Und auf der Apfelbaumwiese kehrt nach dem Trubel wieder Ruhe ein. Ein lauer, friedlicher Sommerabend. Doch die Idylle auf der Apfelbaumwiese täuscht. Hinter der sichtbaren Welt tummelt sich allerlei Krabbelgetier. Insekten, die sich gegenseitig fressen, die das Obst und auch die Bäume schädigen. Zum Leidwesen von Bauer Leonhard Wurzreiner, der deshalb gemeinsam mit dem Insektenforscher Urs Wies nach Schädlingen sucht. Da bei dem Baum müssen wir mal schauen, ob da der Apfelwickler. Schau, oder was ist das? Ist das Apfelwickler? Nee, ich glaube nicht. Nee. Das ist kein richtiges Loch. Ne? Kein richtiges Loch. Da auch nicht. Da. Ha, hast du jetzt an? Ja, hier, guck. Da siehst du das Loch? Ja. Und da kann man so Fraßmehl sehen. Also, das sieht ganz, ganz so aus. Ich bin aber nicht ganz sicher. Wir schneiden das einfach mal aus. Siehst du das? Ja, ja. Die Apfelwickler paaren sich bei Nacht, wie hier auf einem Apfel. Das Weibchen legt die flachen Eier auf der Schale ab. Darin entwickelt sich der gefürchtete Apfelwurm, ein Vielfraß. Nur wenige Millimeter groß sucht die geschlüpfte Larve auf dem Apfel die richtige Stelle für ihr Einbohrloch. Ihr Ziel ist der schützende Apfelkern. Mit den kräftigen Mundwerkzeugen durchdringt die Larve das Fruchtfleisch. Der Apfel dient ihr als uneinnehmbare Festung. Feinde wie andere Larven oder Vögel kommen hier nicht hin.
Tief im Inneren wird sie sich satt und fett fressen und den Apfel frühzeitig verfaulen lassen. Ich bin nicht sicher. Bin nicht sicher, schneid mal auf. Nicht ganz durch. Sonst schneidest du die Larve tot. So. Da. Lass mir schauen. Fehlalarm. Nee. Ist zwar ein Loch, aber ist nichts. Und zwar mal gucken hier noch. Da. Nein, auch nicht. Sieht nicht danach aus. Umso besser für dich. In diesem Jahr bleibt Leonhard auch dieser Schädling erspart. Für mich ist es immer erstaunlich, die ganzen Strategien wahrzunehmen. Also für mich ist es so, dass jedes Insekt eine eigene Persönlichkeit hat, einen eigenen Überlebenswillen. Ganz, ganz wichtig sind auch die Sicherheitsmaßnahmen, die jedes Insekt ergreift, um eben wirklich überleben zu können. Und das ist derart faszinierend, dass ich eben auch, nur, nicht nur für mich, das so interessant ist. Ich möchte das auch eben gerade durch die Filmerei an viele weitere Leute vermitteln. Der Landwirt und der Professor. Beide eint eine Vision. Der Mensch möge die kleinen Lebewesen des Mikrokosmos besser verstehen, auch wenn sie manchmal lästig sind. Denn eine Erde ohne Insekten wäre wie ein Wüstenplanet. Öde und lebensfeindlich. Der Sommer geht. Für die Lebewesen auf der Streuobstwiese beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. Schon bald wird es kalt. Zu kalt für viele Insekten. Die meisten von ihnen werden das Jahr nicht überleben. Es ist Anfang Oktober. Die Nächte sind jetzt bereits sehr frisch. Am frühen Morgen scheint alles Leben wie ausgelöscht. Doch die Kreaturen des Mikrokosmos warten nur auf die ersten warmen Strahlen der Sonne, um Energie zu tanken für die wenigen noch verbleibenden warmen Stunden des Tages. Jetzt betritt ein neuer Protagonist die Bühne. Das schwarze, geflügelte Blattlausmännchen. Seine einzige Aufgabe? Sich mit so vielen Weibchen wie nur möglich zu paaren. Das ganze Jahr hindurch haben die Weibchen jungfräulich Nachwuchs gezeugt. Jetzt werden sie Eier legen, in denen der Blattlausnachwuchs den Winter überleben muss. Und diese Eier müssen befruchtet sein. Für Leonhard Wurzreiner und seine Familie ist heute Erntetag. Die jetzt reifen Äpfel haben etliche Tragödien mit angesehen, seit im Frühjahr die Bäume kleine Knospen trieben. Schädlinge und Nützlinge haben auf Leben und Tod miteinander gekämpft. Und viele Früchte haben es geschafft, vollgepumpt mit der Kraft der Natur. Obwohl es kaum Schädlinge gab, erntet Leonhard Wurzreiner in diesem Jahr nicht so viele Äpfel wie sonst. Rund ein Viertel seiner Ernte lässt er dennoch für die Insekten. Teilen mit der Natur. Eine unausgesprochene Übereinkunft. Da
Dafür schmecken die Früchte und sind naturbelassen. Ich spritze deshalb nicht, weil ich das Obst so essen möchte. Und ich bin kein Giftesser. Und ich habe deshalb ein paar Bäume mehr, als was ich brauche. Dann bleibt für mich nicht genug übrig. Nicht? Ich gönne ja auch der Natur etwas. Ich lebe ja in der Natur, ich lebe mit der Natur und auch für die Natur. Ich ernte eigentlich nur gespeicherte Sonnenenergie. Das ist das, was ich ernte. Sonnenenergie wie am Boden oder der Welt zurück. Nicht? Auch die Schwebfliegen zapfen Sonnenenergie in Form von Nektar. Ein romantisches Bild. Aber die Poesie findet im Mikrokosmos jäh ihr Ende. Dort geht es weiter um Leben und Tod. Die Larven jener friedlichen Schwebfliegen sind unbarmherzige Killer. Die geflügelten Blattlausmännchen sind eine willkommene Abwechslung auf ihrem Speiseplan. In der verborgenen Welt des Mikrokosmos kann sich auch im Herbst niemand sicher fühlen. Ja, es ist brutal, aber die Schöpfung ist so. Ja, fressen und gefressen werden, die ganze Natur lebt so. Ob du die Pflanze beobachtest oder die Tiere beobachtest, es geht immer um den Überlebenskampf. Das ist so. Das ist die Schöpfung, mit der leben wir. Leonhard Wurzreiners Äpfel enden hauptsächlich in der Flasche, als Schnaps. Der Rest, er bleibt am Boden, als Fallobst. Eine Delikatesse für die Insekten. Sie streiten sich um die besten Brocken. Diesmal wenigstens nicht um Leben oder Tod. Die Schmetterlinge, die Fliegen und die anderen. Für jeden ist genug da. Ein süßes Festmahl dank des weitsichtigen Landwirts, der bereit ist, mit den Kreaturen des Mikrokosmos zu teilen. Und die Blattläuse? Die gepaarten Weibchen legen weiter unaufhörlich ihre Eier. Danach sterben sie. Aus den Eiern schlüpfen im nächsten Frühjahr neue Stammmütter. Und dann beginnt der Zyklus des Mikrokosmos von vorne. In einer Welt, die so klein wie faszinierend ist. Es ist Mai. Urs Wies kommt zum zweiten Mal zu Besuch. Der Insektenforscher und Filmer will wieder die Apfelbäume inspizieren und wissen, welche Insekten jetzt dort ihr Unwesen treiben. Und wie habt ihr es so mit Schädlingen? Ja, die gibt es. Es sind auf jedem Baum vielleicht Blattläuse drauf. Aber ich denke, dass Schädlinge eine nützliche Mengklang leben dabei. Ja, ja. Aber wir können mal nachschauen gehen. Ja, nicht? Gerne. Ja. Lass uns mal gehen. Gerne. Da zum Beispiel bei dem Baum, da sind dem, das muss ein Schädling sein. Ne? Das ist mit Sicherheit eine Laus. Guck mal da rein. Das, ja, da, genau, sitzt, da sitzen sie drin. Siehst du sie? Ja, ein paar.
Das ist sehr wahrscheinlich die Faltenlaus. Guck dir hier noch mal. Aha. Noch etwas. Ja, die bewegen sich noch, die da sind. Ne? Ja, ja, ja. Aber ist eine ganz kleine Population. Und sind nicht gefährlich für mich? Nein, nein. Das ist nicht schlimm, auch hier nicht schlimm. Da findet man auch darunter meistens natürliche Feinde, wie zum Beispiel Schwerfliegenlarven oder manchmal auch Wanzen. Und die Feinde kommen sicherlich auch und dann wird das alles ausgemerzt. Lasst uns so nichts zu machen. Aber es ist nicht viel, das müsste wimmeln. Das müsste wimmeln. Und es müssten viele Ameisen rumlaufen. Die sind überall Läuse drin. Das sind Blattläuse. Aha. Aber eben grüne und einige mit Flügeln. Ja, ja, ja. Da musst du also etwas aufpassen. Ich würde dir vorschlagen, wenn du da viele solche geraulten Blätter findest, einfach wegschneiden. Da. Das und da, ne? Oh, da sind ja ganz viele. Ja, ja. Da, ich breche das mal jetzt weg. Siehst du da? Und da sind auch Geflügelte dabei. Ja. Aha, pass mal auf, hier habe ich was Interessantes. Siehst du da? Da ist eine Blattlaus, die wird attackiert. Du musst mal gucken. Ist ganz schwer zu sehen. Da, schau mal zu, ja, nimm mal die Lupe. Und da siehst du, das ist eine Schwerfliegenlarve. Die ist so etwas grünlich. Die hat so Mundhaken und die schlägt sie in die Blattlaus rein und dann wird die ausgeschabt oder gesogen. Ja, wunderbar. Ja. In der Mehrzahl Apfelbäume. Den Hof mit den angrenzenden Wiesen und Wäldern bewirtschaftet er schon seit 33 Jahren. Es ist Mai. Urs Wies kommt zum zweiten Mal zu Besuch. Der Insektenforscher und Filmer will wieder die Apfelbäume inspizieren und wissen, welche Insekten jetzt dort ihr Unwesen treiben. Und wie habt ihr es so mit Schädlingen? Ja, die gibt es. Es sind auf jedem Baum vielleicht Blattläuse drauf. Aber ich denke, dass Schädlinge ein nützlicher Menklang leben dabei. Ja, ja, wir können mal nachschauen gehen. Ja, nicht? Gerne. Ja. Lass uns mal gehen. Immer. Da zum Beispiel bei dem Baum, da sind dem, das muss ein Schädling sein. Ne? Das ist mit Sicherheit eine Laus. Guck mal da rein. Das, ja, das genau. Da sitzen sie drin. Siehst du sie? Ja, ein paar. Das ist sehr wahrscheinlich die Faltenlaus. Guck dir hier noch mal. Aha. Noch etwas. Ja, die bewegen sich noch, die da sind. Ne? Ja, ja, ja. Aber ist eine ganz kleine Population. Und sind nicht gefährlich für mich. Nein. Das ist nicht schlimm, auch hier nicht schlimm. Da findet man auch darunter meistens natürliche Feinde, wie zum Beispiel Schwerfliegenlarven oder manchmal auch Wanzen. Und die Feinde kommen sicherlich auch und dann wird das alles ausgemerzt. Lasst uns so nichts zu machen. Aber es ist nicht viel, das müsste wimmeln. Das müsste wimmeln. Und es müssten viele Ameisen rumlaufen, die. Sind überall Läuse drin. Das sind Blattläuse. Aha. Aber eben grüne und einige mit Flügeln. Ja, ja, ja. Da musst du also etwas aufpassen. Ich würde dir vorschlagen, wenn du da viele solche geraulten Blätter findest, einfach wegschneiden. Da. Das und da, ne? Oh, da sind ja ganz viele. Ja, ja. Da, ich breche das mal jetzt weg. Siehst du da? Und da sind auch Geflügelte dabei. Ja. Aha, pass mal auf, hier habe ich was Interessantes. Siehst du da? Da ist eine Blattlaus, die wird attackiert. Du musst mal gucken. Ist ganz schwer zu sehen. Da, schau mal zu, nimm mal die Lupe. Und da siehst du, das ist eine Schwerfliegenlarve. Die ist so etwas grünlich. Die hat so Mundhaken und die schlägt sie in die Blattlaus rein und dann wird die ausgeschabt oder gesogen. Thank you.
ihren Stechborsten im Saugrüssel zapft sie die Lebensadern der Blätter an. Einem Vampir gleich entzieht sie dem Pflanzensaft Aminosäuren und andere Nährstoffe. Den zuckerhaltigen Überschuss scheidet sie dann als Honigtau wieder aus. Verfinge sich eine Laus in dem klebrigen Saft, könnte das für sie tödlich sein. Deshalb katapultiert sie die Tropfen möglichst weit weg von sich. Leonhard Wurzreiner besitzt 60 Obstbäume, in der Mehrzahl Apfelbäume. Den Hof mit den angrenzenden Wiesen und Wäldern bewirtschaftet er schon seit 33 Jahren. Es ist Mai. Urs Wies kommt zum zweiten Mal zu Besuch. Der Insektenforscher und Filmer will wieder die Apfelbäume inspizieren und wissen, welche Insekten jetzt dort ihr Unwesen treiben. Und wie habt ihr es so mit Schädlingen? Ja, die gibt es. Es sind auf jedem Baum vielleicht Blattläuse drauf. Aber ich denke, dass Schädlinge eine nützliche Mengklang leben da bei uns. Ja, aber wir können mal nachschauen gehen. Ja, nicht? Gerne. Ja. Lass uns mal gehen. Genau. Da zum Beispiel bei dem Baum, da sind dem. Das muss ein Schädling sein. Ne? Das ist mit Sicherheit eine Laus. Guck mal da rein. Das? Ja, das genau. Da sitzen sie drin. Siehst du sie? Ja, ein paar. Das ist sehr wahrscheinlich die Faltenlaus. Guck hier noch mal. Aha. Noch etwas. Ja, die bewegen sich noch, die da sind. Ne? Ja, ja. Aber ist eine ganz kleine Population. Und sind nicht gefährlich für mich? Nein. Das ist nicht schlimm, auch hier nicht schlimm. Da findet man auch darunter meistens natürliche Feinde, wie zum Beispiel Schwerfliegenlarven oder manchmal auch Wanzen. Und die Feinde kommen sicherlich auch und dann wird das alles ausgemerzt. Lass du so nichts zu machen. Aber es ist nicht viel, das müsste wimmeln. Das müsste wimmeln. Und es müssten viele Ameisen rumlaufen. Die sind überall Läuse drin. Das sind Blattläuse. Während im Kuhstall die Fliegen längst die Herrschaft übernommen haben, lähmt die Kälte draußen noch alles Leben. Der Mikrokosmos schläft. Aber wo? Und wie überhaupt? Urs Wies kennt die Verstecke in den Apfelbäumen und weiß, wo er suchen muss. Ich gebe dir gleich mal dieses Stück. Das siehst du hier. Ganz klitzeklein, versuch das mal mit der Lupe zu erkennen. Winzige kleine rote Eier. Ja, und die sind ganz dicht gedrängt. Und das sind die Eier von der Obstbaumspinnmilbe. Das sind ja 50. Das sind viele, sind viele. Die ganz, ganz. Und diese gelben? Also, die gelben, das sind die Eier vom Apfelblattsauger. Also das ist ein Insekt, das auf den Apfel spezialisiert ist. Da geht dann keine anderen Bäume. Nur Apfelbaum. Und wenn dann die Knospen austreiben, dann läuft er hoch und fängt dort an zu saugen. Ja, sowas habe ich noch nie gesehen, aber in der Lupe ist es echt. Ja, kann man es erkennen. Achtung, da sehe ich zwei schwarze Eier. Kannst du mal mit der Lupe hier gucken, wenn du da hinguckst? Die sind so richtig knallschwarz. Und das sind die Eier der Apfelgraslaus. Das ist eine Blattlaus, die ganz früh schlüpft. Und das ist ganz wichtig, dass man die leben lässt. Dann kann sich eine Räuberpopulation oder andere Nützlinge können sich dort aufbauen. Dann braucht man nicht spritzen. Weil die deshalb darf man da nie spritzen. Aber du spritzt ja so. Nein, nicht. Spritzen sie nicht. Aber ich habe noch nie so genau geschaut.
Marienkäfer sind auch da drauf, oder? Da ist jetzt keine da drauf, die sind dann meistens so am Boden zu finden. Da müssen wir einfach mal etwas rumbuddeln. Ja. Vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir einen finden. Mitten im Schnee. Der hat seinen Stoffwechsel völlig reduziert. Die können Glycerin produzieren und Saccharide. Und die dienen dann eben als Frostschutzmittel. Und sobald dann es wärmer wird, dann berappeln sie sich wieder. Und dann werden sie aktiv und gehen dann auf Blattlausjagd. Man kann gut erkennen, das ist der 7-Punkt. Was ich brauche, dann bleibt für mich nicht genug übrig. Nicht? Ich gönne ja auch der Natur etwas. Ich lebe ja in der Natur, ich lebe mit der Natur und auch für die Natur. Ich ernte eigentlich nur gespeicherte Sonnenenergie. Das ist das, was ich ernte. Sonnenenergie wie am Boden oder der Welt zurück. Nicht? Ja, auch die Schwebfliegen zapfen Sonnenenergie in Form von Nektar. Ein romantisches Bild. Aber die Poesie findet im Mikrokosmos jäh ihr Ende. Dort geht es weiter um Leben und Tod. Die Larven jener friedlichen Schwebfliegen sind unbarmherzige Killer. Die geflügelten Blattlausmännchen sind eine willkommene Abwechslung auf ihrem Speiseplan. In der verborgenen Welt des Mikrokosmos kann sich auch im Herbst niemand sicher fühlen. Ja, es ist brutal, aber die Schöpfung ist so. Ja, fressen, gefressen werden, die ganze Natur lebt so. Ob du die Pflanze beobachtest oder die Tiere beobachtest, es geht immer um den Überlebenskampf. Das ist so. Das ist die Schöpfung, mit der leben wir. Leonhard Wurzreiners Äpfel enden hauptsächlich in der Flasche, als Schnaps. Der Rest, er bleibt am Boden, als Fallobst. Eine Delikatesse für die Insekten. Sie streiten sich um die besten Brocken. Diesmal wenigstens nicht um Leben oder Tod. Die Schmetterlinge, die Fliegen und die anderen. Für jeden ist genug da. Ein süßes Festmahl dank des weitsichtigen Landwirts, der bereit ist, mit den Kreaturen des Mikrokosmos zu teilen. Und die Blattläuse? Die gepaarten Weibchen legen weiter unaufhörlich ihre Eier. Danach sterben sie. Aus den Eiern schlüpfen im nächsten Frühjahr neue Stammmütter. Pflaster. Warum die Blattlaus-Invasoren ausgerechnet über den Kirschbaum hergefallen sind und nicht über die Apfelbäume, weiß auch Oswies nicht. Und Achtung, jetzt sehe ich aber was ganz Besonderes. Das sind die Puppen. Das sind die Puppen. Das sind die Puppen. Und so sehen die typischerweise aus von den Marienkäfern. Und das hier, mein lieber Leonhard, siehst du ihn jetzt so? Ja, ganz schön. Das ist der Asiate. Und da siehst du so kleine Borsten. Das ist typisch für den asiatischen Marienkäfer. Die Marienkäfer gehören zu den schlimmsten Feinden der Blattläuse. Aber ein Räuber allein wird vermutlich hier nicht reichen, um die fortpflanzungswütigen Blattläuse zu stoppen. Die Kirschernte wird in diesem Jahr wohl mager ausfallen.
Aber auch ohne Kirschen wird es ein Festmahl geben. Und endlich geht es los. Für die Menschen an den Tischen, für die Insekten darunter. Noch können die Blattläuse ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen, Pflanzencocktails schlürfen. Bei ihnen gibt es ausschließlich Vegetarisches. Die Menschen ziehen die Fleischvariante vor. Für Urs Wies, Leonhard Wurzreiner und die anderen Gäste ist heute ein wunderbarer Sommertag. Gaumenschmaus und anregende Unterhaltungen, so sollen Feste sein. Störenfriede lädt man gar nicht erst ein. Bei den Insekten läuft das große Fressen weniger ungestört und friedlich ab als bei den Menschen. Auf der Wiese bringen sich Blattlausmörder in Stellung. Was das Grillfleisch für den Menschen ist, sind die Blattläuse für deren Mörder. Eine willkommene Delikatesse. Blüten hatten, wenn da der Apfelblüten steche, dann machst du das kaputt. Das wäre schrecklich gewesen. Ja. Bei dem hast du einen starken Ansatz, wenn er da wäre, wäre ja, nicht schlimm. Wäre genug schlimm. Das würde ausdünnen, wäre okay. Aber ist nichts. Mhm. Die Sorge, dass die Apfelernte heuer ausbleibt, scheint vorerst gebannt. Im Kuhstall wiederum piesacken die Fliegen jetzt das Vieh mit aller Gewalt. Stubenfliegen sind heimtückische Biester. So harmlos sie auch aussehen, im Kuhstall können sie dem Nutzvieh und damit auch dem Bauern enorm großen Schaden zufügen. Diese Fliegen, die im Liegen die Kuh an der Zitze stechen, die machen das ganz oft in der Trockensteezeit bei der Kuh. Und dann ist das weiter kaputt. Dann kannst du die Kuh schlachten. Und das kommt immer mehr, diese Fliegen. Ja, das ist oft ein Verlust von, wenn man sagt, eine junge Kuh, die könnte noch 6 im Kälber bringen, das sind einige tausend Euro dann. Nicht? Aber im momentanen Wert sind es nur einige hundert. Nicht? Aber die Kuh, ich brauche die Kuh zum Züchten. Da bist du. Ich hab dir was mitgebracht. Aha, das gegen deine Stahlfliegen. Schlupffesten. Wenn du das jetzt öffnest, diese Dose, siehst du. Aha. Das sind die, die sind klitzeklein. Die sind nicht die großen Schwarzen. Nein. Die Schwarzen, das sind die Puppen von Fliegen. Und zwar ist es so, dass diese kleinen Schlupffesten, ja, wenn die eine Puppe finden von den Stubenfliegen. Das sind ja, eigentlich ist das bei den Stubenfliegen ein Puparium, so nennt man das. Und die stechen durch das Puparium an, durch diese Haut, haben langen Legebohrer und dann legen sie bis zu 10 Eier ab. Nachdem die Schlupfwespen ihre Eier abgelegt haben, dauert es nicht lange, bis aus ihnen Larven werden. Die fressen die verpuppte Stubenfliege dann bei lebendigem Leib, bis sie schlüpfen.
Schlupfwespen parasitieren so auch viele andere Insektenlarven und sind dabei äußerst effizient. Der Wirt, in diesem Fall die Stubenfliegenpuppe, hat keine Chance. Von ihr bleibt am Ende nur die äußere Hülle übrig. Die Geburt der Schlupfwespen ist mühsam. Doch kaum geboren, paaren sie sich schon wieder, um dann weiter auf Stubenfliegenjagd zu gehen. Die Störenfriede im Stall von Bauer Wurzreiner haben ab sofort keine ruhige Minute mehr. Für die Kühe ist das lästige Thema Stubenfliege bis auf Weiteres beendet. Der Sommer hält Einzug im Brixental. Die Regenwolken werden weniger, die Sonnentage länger. Die goldene Jahreszeit beginnt. Es ist die Zeit des ersten Schnitts. Das frische Gras, die Kräuter und die Wiesenblumen sind für die Kühe eine Delikatesse. Den Lebewesen in der Streuobstwiese mag der Traktor dagegen wie ein apokalyptischer Reiter vorkommen. Zum Glück wird es Wochen dauern, bis er wiederkehrt. Mit dem zu Ende gehenden Tag kehrt wieder Ruhe ein im Apfelbaumgarten. Leonhardem Vampir gleich entzieht sie dem Pflanzensaft Aminosäuren und andere Nährstoffe. Den zuckerhaltigen Überschuss scheidet sie dann als Honigtau wieder aus. Verfinge sich eine Laus in dem klebrigen Saft, könnte das für sie tödlich sein. Deshalb katapultiert sie die Tropfen möglichst weit weg von sich. Leonhard Wurzreiner besitzt 60 Obstbäume, in der Mehrzahl Apfelbäume. Den Hof mit den angrenzenden Wiesen und Wäldern bewirtschaftet er schon seit 33 Jahren. Es ist Mai. Urs Wies kommt zum zweiten Mal zu Besuch. Der Insektenforscher und Filmer will wieder die Apfelbäume inspizieren und wissen, welche Insekten jetzt dort ihr Unwesen treiben. Und wie habt ihr es so mit Schädlingen? Ja, die gibt es. Es sind auf jedem Baum vielleicht Blattläuse drauf. Aber ich denke, dass Schädlinge eine nützliche Menge lang leben dabei. Ja, aber wir können mal nachschauen gehen. Ja, nicht? Gerne. Ja. Lass uns mal gehen. Genau. Da zum Beispiel bei dem Baum, da sind dem, das muss ein Schädling sein. Ne? Das ist mit Sicherheit eine Laus. Guck mal da rein. Das, ja, da, genau, sitzt, das, da sitzen sie drin. Siehst du sie? Ja, ein paar.
Das ist sehr wahrscheinlich die Faltenlaus. Guck dir hier noch mal. Aha. Noch etwas. Ja, die bewegen sich noch, die da sind. Ne? Ja, ja, ja. Aber ist eine ganz kleine Population. Und sind nicht gefährlich für mich? Nein, nein. Das ist nicht schlimm, auch hier nicht schlimm. Da findet man auch darunter meistens natürliche Feinde, wie zum Beispiel Schwerfliegenlarven oder manchmal auch Wanzen. Und die Feinde kommen sicherlich auch und dann wird das alles ausgemerzt. Lasst uns so nichts zu machen. Aber es ist nicht viel, das müsste ja, wimmeln. Das müsste ja, wimmeln. Menschen, und es müssten viele Ameisen rumlaufen. Die sind überall Läuse drin. Das sind Blattläuse. Aha. Aber eben grüne und einige mit ja, Flügeln. Ja, ja, ja. Ich bin nicht sicher. Bin nicht sicher. Schneid mal auf. Nicht ganz durch, nicht ganz durch. Nicht ganz, sonst schneidest du die Larve tot. So. Da. Lass mir schauen. Fehlalarm. Nee. Okay. Ist zwar ein Loch, aber ist nichts. Und zwar mal gucken hier noch. Da. Nein, auch nicht. Sieht nicht danach aus. Umso besser für dich. In diesem Jahr bleibt Leonhard auch dieser Schädling erspart. Für mich ist es immer erstaunlich, die ganzen Strategien wahrzunehmen. Also für mich ist es so, dass jedes Insekt eine eigene Persönlichkeit hat, einen eigenen Überlebenswillen. Ganz, ganz wichtig sind auch die Sicherheitsmaßnahmen, die jedes Insekt ergreift, um eben wirklich überleben zu können. Und das ist derart faszinierend, dass ich eben auch, nur, nicht nur für mich, das so interessant ist. Ich möchte das auch eben gerade durch die Filmerei an viele weitere Leute vermitteln. Der Landwirt und der Professor. Beide eint eine Vision. Der Mensch möge die kleinen Lebewesen des Mikrokosmos besser verstehen, auch wenn sie manchmal lästig sind. Denn eine Erde ohne Insekten wäre wie ein Wüstenplanet. Öde und lebensfeindlich. Der Sommer geht. Für die Lebewesen auf der Streuobstwiese beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. Schon bald wird es kalt. Zu kalt für viele Insekten. Die meisten von ihnen werden das Jahr nicht überleben. Es ist Anfang Oktober. Die Nächte sind jetzt bereits sehr frisch. Am frühen Morgen scheint alles Leben wie ausgelöscht. Doch die Kreaturen des Mikrokosmos warten nur auf die Erde. Noch können die Blattläuse ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen, Pflanzencocktails schlürfen. Bei ihnen gibt es ausschließlich Vegetarisches. Die Menschen ziehen die Fleischvariante vor. Für Urs Wies, Leonhard Wurzreiner und die anderen Gäste ist heute ein wunderbarer Sommertag. Gaumenschmaus und anregende Unterhaltungen, so sollen Feste sein. Störenfriede lädt man gar nicht erst ein.
Bei den Insekten läuft das große Fressen weniger ungestört und friedlich ab als bei den Menschen. Auf der Wiese bringen sich Blattlausmörder in Stellung. Was das Grillfleisch für den Menschen ist, sind die Blattläuse für deren Mörder. Eine willkommene Delikatesse. Am Ende sind sie alle satt. Nur die Insektenlarven haben noch immer nicht genug. Aber die meisten sind nur im Larvenstadium üble Mörder. Sie schlüpfen aus Eiern wie diesem, einem filigranen Kunstwerk der Natur. Aus diesem hier quetscht sich eine Florfliegenlarve. Bei ihrer Geburt scheint sie harmlos, doch das täuscht. Da die Florfliegenlarve äußerst kräftige Mundwerkzeuge entwickelt, hat sie im Insektenreich nur wenige Feinde. Es ist eine Larve, die noch ziemlich jung ist. Die hat hier eine junge Blattlaus erwischt. Auf jeden Fall hat sie die Blattlaus schon etwas vorverdaut, leicht verflüssigt und dann